Ja, aber selbst sie schaffen das nicht, dich so weit zu treffen. Oh ja, zwei Artis. Aber das ist die Stadt, das ist gut. Platziert euch. Warte mal, hier beim. Darf ich hier? Da oben, bist du dir sicher? Ja, ja, du hast da auch Büsche und alles. Du hast da wie. Du hast da freies Blickfeld. Also das eine Mal, ich meine, mein Stück. Bitte, da wo der Grill ist, einfach da hingehen. Da gehst du hin. Der Grill hinter dir. Der heißt der Wasserwort ist Grill. Der Grill? Jetzt geht's los hier. Einfach zu merken, Luca, die Artillerie neben dir. Beide. Gute Arti. Nee, als Arti ist es hier extrem scheiße, sag ich dir gleich. Ich werde den Luca nicht schon gehen. Wow. Ja, nein. Und du. Fight! Ding, ding! Da geht's nicht, du musst steuern, Luca. Ich kann ihn nicht steuern. Ui! Feuer hoch. Feuer hoch. Mehr. Boah, das ist eine richtig geile Stelle für mich. Hi. Ja, komm. Komm, lade. Ich hab nur eine gute. Wohin zieht denn bitte mein Char? Willst du nicht wissen? Oh, wenn der hier sich denkt, der kann hier runterflüchten, ne? Fucking Light. Anstatt den Gegner durch tüftet er die Wand. Muss halt ich darf halt nicht schießen, ne? Okay, da fuck mit dem 8 passiert. Oha. Ich krieg grad übelst Unterstützungsdamage. Ich bin schon bei 588 Damage. 688! Was? Jo, der Lux. Ich glaub mal nach. Ja, den werden wir nicht bekommen. Hinten ist noch einer. Ja, Lux. Nee, da ist noch einer. Ich hab einen Baum umfallen sehen. Na, ich push grad nicht weiter. Jo, mach vorsichtig. Da hinten stehen noch die Artis. Ich push vor, dass ich mehr. Ja, dass ich hab ihn! Nice, jetzt kann ich vorpushen, das ist richtig geil. So, lebt ihr die Artillerie schießen? Ja, die Artillerie sind alle da hinten. Wir können ja nicht pushen gerade, weil die. Uppala! Nee. Der Cruiser hat gerade irgendwie fucking viel mit der Beschreibung. Ja, die macht da unten, da vorne. Und tschüss! Ja, oh, Meletto! Ja, ja. Ist hier ein Arti, oder? Nee, das ist ein Jagdpanzer. Aber, nee, ich muss fahren. Alter, der Cruiser hin, ey! Wenn der Cruiser zumindest die Artillerie freigeben würde. Nee, das ist keine Artillerie. Das da ist eine Artillerie. Boah, nur 30 Sekunden zu lange. Ich hab ihn! Ich hab die fucking Artillerie gesehen. Have a nice day, bye bye. In der Stadt ist der einzige nur. Ey, ich hab jetzt. Ich hab jetzt über 1000 Damage gemacht. Mit Unterstützungsdamage. 330 und 7. Ich hab zwei Kills. Joch. Wir haben alle richtig Abwehre. Das Match war richtig gut. Ich hab den M5 gewonnen. Richtig geil. Ich hab den Dicke, die Artillerie von der du gewonnen. Frag mich, ob Unterstützungsdamage mit eingeht. Nee, okay, geht nicht. Alter, 4339 XP. Wie bekommst du denn bitte so viel XP eigentlich? Ich habe ja die Booster auch noch drin. Was hast du? Ich habe ja die Booster, 50% mehr und 200% mehr Besatzung. Die laufen jetzt genau in der Minute aus. Und Clan-Mitglieder, oh nice. Siehst du gleich später erst, Luca.
Mach ich die mal kurz auf Clan. Wo sieht man die denn da? Oben. Neben Geld. Haben wir das jetzt? Nee, hä? Immer noch 3 von 6, hä? Was denn? Gefechte oder was? Gewinnen sie 6 Gefechte. Vielleicht bis zu einer gewissen Stufe nur? Ah, 4! Hä? 4 bis 10? Aber wir haben doch 4. Übungslimit. Die Ziele meinst du doch gerade wahrscheinlich? Na, aber guck mal hier, bei Übungslimit ist auf 2 hochgegangen. Ich verstehe nicht. Wir haben jetzt ein paar Matches gewonnen. Aber die anderen, die Aufgaben haben abgeschlossen. Zwei Aufgaben haben abgeschlossen. Jetzt haben wir freigeschalten. Tarnung, klar, ein digitaler Sommer haben wir. Luke, du hast doch Premium momentan, oder nicht? Ja. Ne, bestimmt Medaille. Hä? Was denn, wieso? Nö, weil 5 von 6 siegen angeblich, aber wir haben doch gerade gesiegt, 6 Mal schon. Keine Ahnung. Das Geile ist, ich kann mir jetzt schon den Leopard gönnen. Wie viel habe ich? Ja, 14.800. Ich kann mir den. Okay, gut, geht schon rein. Verflucht! Meinst du jetzt den Stufe 5 oder was? No? Ich hab schon fast. Ich könnte ja auch den Stufe 5 holen, aber Lukas ist halt das Problem mit uns. No. Ja, und ALC. War ja ALC. Eine Grille! Doppelgrille! Und eine Valentine. Obwohl, hast du nicht ein Exclusive-Lixer? Eine Stufe 5? Verkauft. Hä? Warum? Luca, dein Lixer, du, Lixer, dein der Premium-Panzer? Ja, ja. Warum? Scheiße. Ich merk schon. De facto, der kostet 19x Geld. Luca, verkauf den einfach. Geht der Flucht. E1. Wie gesagt, vollkommen alleine fast durch mit zwei Leuten nur. Natürlich. In der Scout, aber die fahren. Wie viele AECs haben wir denn bitte? 4 Stück. Und die gehen ab. Hallo. Das andere darf, wenn wir so ein paar AECs haben, aber nur meine Fresse. Aber ich sehe gerade auf der anderen Kartenseite braucht er noch ein Light. Der eine Light traut sich nicht vor. Ratta. Ey, kriegst du auf Warten? Alles gut bei dir, Ore! AIC, Stufe, MA, 8, 1, 4, heimisch, scheiß Spiel. Und natürlich wurde ich gescoutet. Aber. Alles ist da vorne. Slalom fahren! Ja, komm. Ich bin immer rausgegangen, gibt's ihn. Ja. Gott, ich mach ihn gerade. Ich geh wieder. Nee. Also, kehrte wieder, Alter. Ja, wir kommen mit dummen Tode. Ah, weil der andere Leid hier hoch war. Ich verstehe nicht, warum er nicht mit uns gekommen ist. Gut, er hat ins Gras gebissen kräftig. Luke, ja, Luke, okay, wir können rausgehen. Nee, aber selbst dann, Luke hat keinen weiteren Level 4, glaube ich. Gehen wir auf einen Dreier. Ich hab ja noch meinen guten Soma, der ist schön lahmarschig, aber hey! Du musst ein Level 3 haben eigentlich, Luga. Du hast 3 Stück gekriegt am Anfang. Hab ich glaube ich verkauft. Alter. Luga verkauft aber jeden scheiß Tank, den er hat. Ich hab keine Panzer, ich frag mich, warum ich nicht spielen kann! Ich dachte, nur Hedgehog wird sowas machen. Was ist das? Oh, ich kann einfach Luga einen Tank wegnehmen. Ja, weg damit. Ey, warte. Also mit was fahren wir jetzt? Ich muss mit den Russen spielen, weil ich kann mit dem Deutschen nicht spielen. Oh, Vierer! Der hat doch gerade noch einen Vierer rausgeholt, der Paddy. Vierer gehabt, Luca? Ja, das war... Sag doch da was! Nein, warum? So, ja, wieso kann... Ach, weil der 5 ist. Wo bist du? Da! Let's go! Vor allen Dingen, ich versuche gerade einfach nur Deutsch und Russe aufzuleveln wegen den schönen Panther, die ich deutsche gesehen habe. Deutsche Cavalier. Gut. Tobi, geht's auf Leopard? Hä? Ist eine Matilda? Leoparden haben?
Nein, nein, den Leoparden, bei den Russen. Hast du den mal angeguckt? Keine Ahnung. Weiß ich. Feuerkraft 770. Ich fahr jetzt mal schneller. Ich glaube, der mich mehr anjuckt ist bei den Russen, der Objekt 140. Start, Junge! Dum, ba, dum. Dun, 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 dum, bum, ba, dum, bum, 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 ba, dum, ba, dum, bum, bum, bum. Dum, bum, bum. Ich werde runter Richtung Richtung Küste fahren, aber du willst nicht, wenn du die Küste richtig gut spielen willst, willst du hier oben bleiben, da. Also willst du hier oben auf der Seite bleiben ungefähr. Du willst, dass die Gegner dich hochpushen. Ja, das haben wir schon letztes Mal bemerkt. Na. Sorry, Kongalein. Samedes! Oh Gott! Zug! Der gute Zug! Nee, die meisten. Ich glaube nicht, dass du so schnell bist wie ich durch. Ja. Du bist ein bisschen langsamer. Ja, du bist sogar langsam, wenn ich durchschiebe. Ja, komm, ist klar. Ja, ne? Jo, was ist denn dein Problem? Ja, das fragt er sich auch wahrscheinlich gerade. Guck mal nach A, da aus! Wo bin ich? Weg. Ja, der wollte den Zug stören. Nur die Lenkbullen. Ich fahre ja an die Seite. Aber andererseits, die pushen zu uns so scheiße vorne. Nach vorne, das ist kacke. Aber das Dumme ist, ich bin mittlerer. Ich bin mittler. Ich muss ja linksseitig. Jo, ich such dir irgendwo, wo du verdeckt stehst, dass du halt auf die Gegner schauen kannst. Mach dir auf jeden Fall runter da. Hör, der hat sich ertrunken? Das ist Wasser gefahren! Ja, ja, die ist kaputt. Ja, wo ist denn hier da drum? Ja, die Gegner. Da vor. Geh weg von mir, Luca! Kann ich den Weg schieben, weil ich da gar nicht stehe. Warum schießt du auf die Leiche? Das ist eine gute Frage. Also, als ob du mir sagen willst, der Kill auf einer Leiche, nee, hat sich ertrunken, hat immer noch gezählt. Nee, nicht. Nee, natürlich nicht. Mal, oh! Ja. Natürlich. Ja, ich denke, die Gegner werden mehr auf. Oh, ist gut. Ich muss mich einfach nur pushen lassen. Ich muss das eh mehr aufpassen, was für die Ziele da hinten. Oh, nice. Aber warte. Geh durch. Warte. Okay. Kannst du weiter vor unten an der Küste lang? Nee, hier ist Ende. Wenn ich weitergehe, bin ich ins Wasser. Aber guck mal, die schießen auf uns die ganze Zeit. Was macht denn der Ene hier mit zwei Lebenspunkten? Ist der doof? Und die Kette ist runter. Oh Gott, kann ich mich vor den stellen? Nein, der ist fast tot! Der eine! Ein Schlag! Ich hab ihn! Nice. Der T1 Tempi ist da aber noch. Ey, auf den gehe ich. Apropos, weiter hinten pushen ist die Artillerie dahinter. Ey, ja. Nein, keine Kette nicht zerstören. Oh, schon tot. Boah. Luca, Teammates können Ketten nicht zerstören, nur Gegner. Ja, aber nicht die anderen. Pass auf, fahr nicht so weit vor, lass mich. Achtung, Arti! Warte. Man wird ihn mal treffen. Ich treff den aber. So. Nice. So. Wir sind gerade aufgedichtet für mich. Okay. Broken right now. Also, warum habe ich gerade getroffen? Der hat mich wirklich über Rohren schüttelt. Yes. Looking good. Ja! Okay, oh, ich pass auch auf den. Wenn er dich trifft, ist er auch los. Ich hab einen Abprall auf den gehabt gerade. Komm, da komm.
Du musst aber weg, du, deshalb bin ich da weggegangen. Auch. Ja, Arti. Ich weiß genau, dass wir da sind, alle. Du aber auf dein Leben auf, du bist nicht mehr tanky. Naja, nicht unbedingt. Von der Seite bist du kein tanky Stück. Nice. Okay, ich jag dir das nur aufs Gute. No way! Ich hab meine 500 Damage drin! Ja, aber auch noch keine Tote, wenn du weiter dran bleibst. Jetzt ist er, oder? Ne, ist wohl noch. Oh, Teddy! Oh, okay, ja. Okay, eigentlich. Ich hab meine 500 Damage schnell! Ich hab meine Lillys durchgemacht! Mal gucken, was der Luke eben macht. An einem Dings halten, an einem Berg halten. Halt dich am Berg. Ich seh's jetzt kommen, jetzt kommt so ein fetter Panzer um die Ecke. So ein P8 mich. Sieht bisher ganz gut aus. Bleib dann in den Buschen erstmal. Bleib da erstmal in den Buschen stehen und lass die anderen noch rücken. Wenn die dich sieht, bist du am Arsch. Muss nicht sein, die kann doch verziehen. Im Nahkampf ist Arti. Da, guck, da oben, nimm dir. Abgetrollt. Weg da. Raus da, rückwärts, runter. Oh mein Gott. Ich wurde gefickt. Runter. Oh, das war's. Du musst dich angewöhnen, wenn du wirklich feuerst, dann auch dich eventuell gleich dann zurückzuziehen, wenn du eine sehr offene Position hast, ne? Eigentlich musst du dich sofort, sobald du gesichtet wurdest, sofort zurückziehen. No. Hier ist Heavy gegen Heavy. Ja, das sieht so dumm aus. Das ist TS1 gegen TS. Ja, TS! Das ist so langweilig. Und der Einer fehlt und der Teammate verfehlt. Ja, ne? Jetzt hat er gezielt. Jetzt kam das mit dem Luxweiler. Ja, Niederlage. Na gut, aber guck mal jetzt. Jetzt will er es wissen. Ah, Kette runter! Komm. Und die werden jetzt oben hocken in der Ecke. Der T13, ich will turn to help. Juhu. Aber der eine Jagdpanzer, der wird oben an der Base hocken. Warte mal, ich zeig mal. Hier so hocken die meistens beide immer. Beide haben voll hier. Die hocken meistens. Nee, einer von denen muss noch die Artillerie da, ja. Die einer davon ist noch die Artillerie, der Luke 4A. In dem scheiß Busch hocken der da. Bist du noch beim T1? Ja. Da, wo ich hingepinkt hab, da siehst du dort den einen Busch, ne? Ja. Da hockt immer der Jagdpanzer drin. Überlebst du, ich glaube, der T1, wenn er weiter rausgeht, ist er tot. Weil das ist ziemlich offene Stelle hier für alle. Schwierig zu sagen. Wenn er jetzt hier, guck mal, kann jetzt hier nach unten ziehen, ne? Der T28er fragt mich nach, wo er genau hin will. Du musst jetzt aber auf der anderen aufpassen. Du musst warten, dass der andere Heavy hinterher zieht. Oh, geht ab hier beim T1! Feuerwerk! Silvester, hä? Haben wir den zweiten T1? Wait. Ja, hier ist ein T14. Was soll ich denn sagen? Ich guck mir die ganze Zeit den T1 an, ich sehe aber nur, wie ein Berg hochläuft. Jo. Aber der ist hier nicht. Genau dahin. Nee, aber der ist ja nicht. Hä, wo sind die denn bitte? Ja, oh, hinter der Base. Hinter der Base dann. Auf der Map eigentlich, Dori? Hä? Wie pinkst du das denn auf der Map eigentlich? STRG. Dann einfach tippen. Ich würde mal schätzen, die hier hinten alle. Wir müssen halt zusammenfahren. Vor allem die Arti muss sich, glaube ich, auch besser positionieren. Ich glaube, die Arti. Ja, wo ist denn? Da, jetzt hat er. Da! Ja, genau da. Ja, aber nee, der T1. Oh. Yes! Ja, das. Aber die Arti. Komm, ein Schuss, Arti. Die Arti ist auch da. Oder irgendein anderer. Zieh, oh, Arti. Ja, da, jetzt sehen die dich wieder nicht. Warum ist der nicht gefahren, Mann? Aber wo ist der zweite denn bitte? Einfach drauf gehen! Wo ist der zweite? Ja, das war nur. Die Arti ist ein bisschen weiter hinten. Oh, russisch! Oder was ist das? Ja. Ist das russisch? Ja. Nice, jetzt ist nur noch die Arti. Was ist die denn bitte? Die ist noch weiter hinten. Also die Arti könnte auf jeden Fall gegen den T14 und T28 einigermaßen gut, wenn wir den jetzt einzukommen würden. Wenn sie den trifft. Ja, aber dann haben wir das Problem dann. Dann kämpft der Arti gegen der Arti. Ja gut, ne? Also das einzige Ding, was ganz hinten noch ist, ist die Arti halt. Hä? Der T28. Die muss ja in den Büschen stehen hinten, oder? Da. Nee, gar nicht. Da ist sie. Oh boy, wie weit hinten in der Ecke ist die denn bitte? Da, ganz hinten!
Ja, wow, die Grille greift noch nicht mal an. Ah, jetzt. Siehst du, hat daneben geschossen. Hat daneben geschossen. Von allen Sachen, die eine AT hätte machen können, treffen, nö. Nö, aber der hat 5 Kills gehabt, der Typ, ja, richtig krass. Richtig abgeräumt. Aber ey, ich hab hoch. Ne? Ey, aber wir kriegen übelst die krassen Kämpfe, ne? Eine Niederlage wie. Boah. 1277 hab ich bekommen. Was hab ich noch? Wirkungsfeuer. Geil. Ja, ich müsste für den Kavalier noch ein bisschen farmen. Könnt ihr eigentlich schon die 5er kaufen, Luca? Oh, hier. Zack. So doof. Bam, bam. Ich bleib mal ein bisschen auf meiner Matilda, weil mein Lux habe ich ja, ich glaube schon. Bin doch mit 10. Forschung. Deutsch. Lux, ja, auf dem Lux habe ich 14.000. Kann ich den Leopard? Leopard! Zack, freischalten. Könnte ich mir noch kaufen, aber ey, ich habe schon wieder eine Million, ne? Schon wieder eine Million Credits. England, England, Deutsch. Nur ein bisschen abwechseln, ne? Ja. Nee, und Luca, du kannst ja ruhig die Panzer am Anfang aufheben. Du hast über 10 Garageplätze oder so. Also, was wir wollen ist, das Ding müssen wir unbedingt einnehmen. Weil von da aus kannst du nämlich da hochschießen. Wo ich gerade also das Ding auf da aufnehme. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt unten. Und das gewinnt das Game. Also einfach so platzieren, dass er den drauf schießen kann. Hä? Stadt oder was? Unten. Also, wo es dann hochgeht zur Stadt. Langsam als Luke, das kann ich nicht glauben. Salvatilla, runter geht! Problem ist, wir sind arschlangsam. Und es geht über. Das Schlimme ist, es geht keine Säulen. Es geht keine Säulen. Bleibt zusammen. Positioniert euch mal mehr zur Stadt hin. Hinter die Häuser. Wir müssen das defensiv spielen. Wir sind so langsam. Nee, ich seid langsam, ich nicht. Nee, ich meine allgemein. Guck, wie schnell ich bin. Empfährt das Fuckboy. Oh, das ist. Ohoho. Nicht zu krass pushen. Wir müssen die aufhalten. Die dürfen nicht hochfahren. Das ist das Wichtigste erstmal. Abgeprallt, willst du verarschen? Ich kann ja nicht kämpfen, ne? Yes! Yes! Komm schon! Manuel! Schau mal, die ganze Zeit nur mal Schild, was ist das? Ja, yes! Das endlich! Yeah! Hinter dir, hinter das Haus! Fahr! Oh, okay. Nee, meine Kette war kaputt. Beide meine Ketten waren kaputt. Ich konnte nicht mehr zurückgehen. Alle vor uns, alle vor euch. Der Stutt. Oha. Der Stutt ist richtig auf Peter, da wo er ist. Ja, wir können den letzten nicht auch. Ich konnte ihn ja noch nicht mal sehen. Same. Wir brauchen eine Light. Wir sind so am Arsch hier. Bodo, Tata. The fuck? Flo? Was spielst du, Flo? Hä? Was willst Flo? Bro-Tato. Was ist das? Was ist das? Bro-Tato. Was ist das? Jetzt ist nicht. Spiel. Ja. Es geht. Es ist ein geiles Spiel. Was heißt geil? Es geht. Geil, dass der. Also ich kann halt maximal, wir können halt maximal zusehen, dass hier keiner pusht, ne? Das ist das Wichtigste gerade. Nicht zu weit vor, nicht zu weit vor. Ich glaube nicht, dass er pushen wird, weil da. Ja, das ist der ist auch noch ein Stutt. Premium Muni, das ist ein KV. Ich hab keine Premium Muni. Ja, Premium Muni, aber hat der Luca ja nicht. Ja, da ist der Stutt. Ja, da ist der Stutt. Der hat eine richtig gute Position. Oh, Bouncernetz. Luca? Schieß auf den Stock! Yes, Abpraller! Luca, du willst ein bisschen auf dein Leben achten. Komm, einmal, yes! Ist er grad von dir abgeprallt? Ja, ist es. Luca? Toni bringt aber den Luca um. Gut. Ah, ich hab mitgenommen, ne?
Ich hab dir richtig durchknödelt! Ich lebe noch. Wir beide ein Strich liegen von tot. Die Republik! Die Republik! Töte die Republik! Ja, versuch halt den KV abzuhalten. Luca, könntest du nicht in das Haus gehen und dann ein bisschen von der Seite da treffen? Hinter dir? Dann bringt dir das nichts hinter Tote, das ist ein. Also ich mache hier, ich gehe nur davon. Da, wie ist da hoch? Oder war der schon oben? Nee, der 14er, der 14er ist eben abgebogen, als wir noch alle drei hier hingefahren sind. Aber die übernehmen gerade die Base. Ja. Ich muss einfach nur defensiv mich halten hier. Fuck! Hä? Ein Cruiser ist. Ein Sniper? Nice. Also ich muss sagen, die meisten Tanks von uns sitzen einfach nur herum und beobachten die Landschaft. Ja. Ja, die sind ziemlich gut da oben. Okay, sollten sie eigentlich schaffen. So offensichtlich habe ich auch nicht gedacht, dazu gehen. Ich treffe den KV nicht. Das Problem ist, ich kann halt nur nicht rausgehen. Ich kann halt nur hier defensiv halten. Luca könnte den wieder aufhalten. Rauskommt. Piekt halt immer ganz kurz, ne? Ich deck den nämlich die ganze Zeit auf. Nice. Wo? Oh. Und ja. Aber, der KV, lol, der hat kurz gepiekt, Alter. Okay. Bleibt einfach da. Ja, oder bewegt dich nicht durch Stadt zu den anderen, weil. Der S35, der S35, der scoutet den Rest trotzdem noch. Ganz gut. Ach, daneben. Gut, das war aber auch Welt daneben. Oh, aber nicht mehr. Zieh dich zurück. Oh, doch nicht. Das war der KV. Der KV ist halt im Nahkampf, ne? Er ist richtig stark. Tori, geh mal kurz zum Diktator, T28. Hä? Den P-Blood 1. Guck mal, bei wem? T1? P-Blood 1. T28. Der sitzt da einfach nur. Damn! Der macht nichts. Na gut. Der sitzt da und nix. Der guckt einfach nur und denkt sich so, ja gut. Wir wissen, lebt der Cruiser noch. Jetzt kriegt er gleich eine Art hier, pass auf. Oh, guck mal, der T1 Heavy. Guck mal, er hat mal geschossen. Dimi 366 kämpft gegen Valentin A. Na gut, musst du nur treffen. Aber der steht doch einfach nur im Freien, das ist so das Dümmste von ever, ey. Das meine ich ja. Ich verstehe nicht, was er macht oder was seine Aufgabe ist. Der sitzt einfach nur. Na gut, ne? Aber jetzt verlieren wir den Scheiß. Weil nee, da oben. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Den Cruiser, den Cruiser, den 5, 4. Alter, ey. Jetzt haben sie es oben noch richtig. Ey, das war so gut am Ende, aber nup. Ja, der KV1 ist auch richtig gut. Die Dicks da gehen die Cruiser, aber. Der steht so ein bisschen off drin. Oh, nice. Puh, war das Klose. Oh, komm. Nein! Der Arme. Der hätte den Cruiser fast bekommen. Ja, das Problem ist, die sind oben jetzt. S3. Was machen die zwei Heavys da eigentlich, die anderen, ne? Da steht, okay, der KV1, der chillt hier seine Eier. Ja. Warum geht er nicht den Dixer helfen gehen, den S3? Der S35 da hinten. Obwohl, der Heavy geht da hin gerade und helft ihm. Nee, der hat allgemeine übelst beschissene Positionierung. Meinst du den Heavy1 da oben? Oder meinst du den S35? Den KV1. Unser Heavy. Der fährt einfach gegen die Mauer, ja gut. Der T1 Heavy könnte laut die beide vor denen einfach easy treffen. Ja, jetzt hat er den einen. Oh, 52. Ist nur noch der eine KV. KV1. Komm, T Heavy, komm. Oh. Okay, da kommt noch ein KV1. What? Der T Heavy muss ihn nach vorne ziehen, zu den anderen KV1. Komm. No, kannst du schon treffen! Oh! Hier ist noch ein KV, was ist das hier? Auf der Kockerlinie ist das! Ja, das sind drei! Jawohl! Was macht der 1? Was macht der 1, der T1?
Ist ja total ja, bekloppt. Ja, die beobachte ich gerade, Tony. Warum tötet er den K1 da hinten nicht, der K1? Das Gute ist, die sind so... Komm, dreh. Die waren so auf die S35 fokussiert. Der S35 muss den KV1 töten, nur. Ja, nur. Ja, und die Artillerie. Oh! Der KV1 kommt direkt in die Ecke. Er hat's geschafft! Aber das Problem ist, die. Müssen halt hoch. Ena wird auf jeden Fall bei der Arti mitstehen, denke ich mal. Ja, aber die ist in der Dichter in der Base, oder? Oder nicht in der Base, sondern in der Mitte. Das Problem ist, die Arti müsste jetzt sich umpositionieren. Wahrscheinlich dann ist. Ja gut. Nee, ich überlebe mir nicht. Die Arti kann nichts tun gerade. Nee. Und S35 kann auf jeden Fall nichts tun. Wenn die S35 bald die Mitte wird, ist tot. Ja. Nee, also wir haben halt unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben die halt aufgehalten davon, dass die halt hochgekommen sind, ne? Aber die haben halt oben halt richtig hart verkackt am Ende. Aber an sich war es ein ziemlich cooles Match. Was, C1? Nee, der stand nicht rum. Der stand nicht rum. Ich weiß jetzt genau, was er gemacht hat. Der andere C1, den wir gerade eben gesehen haben, der hat nichts getan. Jetzt ist er tot. Der C1, der gerade eben nichts getan hat, der hat gegen den oberen Cruiser gekämpft. Die sind gerade einer von den Gegnern gestorben, bitte. Wasser vielleicht. Ich glaube auch, ey. Das ist erstmal soffen, das war nicht zu viel, weißt du. Eigentlich der Einzige, was ich mir denken könnte, was richtig sein könnte. Ja, das war der aus der Base. Der steht halt in der Base. Das waren zwei vor, jetzt ist nur noch einer. Ja, jetzt. Ah, okay, jetzt, die holen sich die Arti. Der Heavy! Den Chat einfach nur Smiley Face. Da kam einfach das Ding, Mann. Oh, okay. Naja, okay. Hinter ihm. Ja, hinter ihm. Oh, nee, doch jetzt. Ja, okay. Von unternehmen. Wäre am Busch gewesen, wäre das nicht passiert. Aber das war ein richtig closes Matchup am Ende. Hätten ja die Mitte halt nicht verloren, ne? Die haben halt alle da gehockt. Die haben halt alle genau auf einer Stelle gehockt. Da konnte die Arti halt immer richtig schön draufrotzen. Das wird das Problem gewesen sein, wisst ihr? Ja, mich hat die Stunde richtig vergewaltigt. Ne?